Und lass mich in Ruhe. Mein Kleeblatt. Verzieh dich. Oh, geil. Der Grünhut hier noch rumläuft, bin ich viel zu nervös, das Boot fertig zu bauen. Ich auch. Bitte mach, dass er weggeht. Oh, ernsthaft? Kann ich doch jetzt nicht noch eine überbraten, oder? Da ist der Wie. Sie jagen den falsch. Wir verpassen ihm, glaube ich, noch mal eine. Mal gucken, ob es klappt. Da ist er wieder. Stehen. Ha. Ey, ich hack es nicht. Ich stehe auf einem. Seine ja, ich kann hier machen. Das ist gemein. Er ist schon wie? Dann brauchen wir ja irgendwas, um ihn zu fangen. Aber den Brief wollte ich noch wegbringen. Jonathan, Konrad, für wen war das nochmal? Der Brief? Der Brief sieht seltsam aus. Er ist an Senor Molina adressiert. Absender ist M. Jo, Molina. Calavera, Reiseberater. Wer war das denn jetzt? Aber hier gibt es keinen Senior. Hier sind die Kirchenmäuse. Oh Mann! Hier vorne. Hier, ja. Da steht bitte wie. Haben wir da gefunden? Post ist da. Danke. Keine Ursache. Huch? Wer hat das gesagt? Weiß der Geier. Seltsam. Und verschlossen. Okay, dann haben wir das auch schon mal. Jetzt haben wir die Briefe weggebracht. 5 Dotter Bude Schloss. Glänzende Fischschuppe. Hey, der gefüllte Brauseflasche. Ach ja, stimmt ja, der taucht ja schon wieder das Vieh auf. Ja, wir wissen's, Kobold. Mach husch. Krieg ich dir noch nie auf den Hals. Jetzt ist der schon. Muss ich das jetzt eigentlich geben? Kann ich Ursula hier? Ich habe ihre Nichte gefunden. Die kleine Ursula? Uhu. Eine Krähe hat sie angegriffen. Uhu. Wie geht es ihr? Sag schon. Uhu. Sie ist wohl auf. Ich habe die Krähe vertrieben. Die Feder zeigt mir, dass du die Wahrheit sagst. Ich danke dir, Jerry. Du bist ein wahrer Baumläufer. So nennen wir Tiere, die anderen in Not beistehen. Uhu. Gute Arbeit, Jerry. Ich bin stolz auf dich. Ach, das war doch nichts Besonderes. Yay, zurück nach Hause. Eine Errungenschaft. Yay. Führe eine glückliche Familie wieder zusammen. Ach du Scheiße. Kunde den Nachthimmel? So viel Tau überall. Kann man den Tau aufsammeln? Weil den sieht man ja die ganze Zeit schon. Wo hatten wir jetzt einen Tau gesehen gehabt? Also ich weiß jetzt. Was ist da lang? Nee. Den muss man anklicken.
Ernsthaft? Noch einer. What the fuck? Wieder einer. Muss ich hier nach diesem komischen blöden Tau suchen? Das ist noch einer. Noch so ein Tropfen. Wieder einer. Hey, da schon. Noch so ein Tropfen. Wobei, das wird aber eine Sucherei, du. Wieder einer. Ja, halt die Klappe. Na? Dass jetzt zu jedem Tropfen so einen Kommentar zu geben muss, ey. Ich glaube, ich werd Banane. Da ist ein Tropfen. Wieso kann ich diesen Tropfen nicht ankriegen? Also. Wieder ein. Halt die Klappe, Jerry. Ich glaube, hier ist kein Tor, oder? Wo versteckt? Noch ein Tropfen. Wieder. Wollen wir mal kurz mit ihm quatschen und sagen, dass wir alles abgegeben haben. Ein Tropfen? Okay. Jetzt müssen wir Tropfen sammeln, ey. Immer noch kein Glück mit dem Fahrrad? Ehrlich gesagt, glaube ich, das ist sogar noch schlimmer geworden. Ich habe richtig Halsschmerzen, richtig kalt hier. Deinen Feuerzauber könnte ich jetzt wirklich gut gebrauchen. Was ist der Unterschied zwischen einem Unteroffizier und Gott? Gott kennt Gnade. Bis bald. Danke. So ein ich wollte. Das glaubst nur du, Niggi. Noch ein Tropfen. Noch so ein Tropfen. Ich reiß ihm echt damit irgendwann den Kopf ab. Wieder ein Tropfen. Noch einer. Noch einer. Bist du dir da sicher, Niggi, dass man das übt? Aber hier komme ich nicht über den Bach. Man kommt hier allgemein nicht durch, weil du krank ist. Hey, du wirst es früher oder später erfahren, Niggi. Mit Niggi ein Soldier Boy. Sieht so aus, als ob die Zwerge auch mit der Post in Kontakt stehen. Aber wenn sie diesen beliebten Blausaft brauen, dann verschicken sie den sicher auch per Post an Kunden. Wenn man größer ist als eine Maus oder als ich, könnte man es glatt übersehen. Aber es ist da, versteckt zwischen Baumwurzeln und Moos. Oh Mann. Fest verschlossen. Da hängt ein Zettel. Ja, das wissen wir. Ja, dein Zettel ist wieder durch, du Lappen. Der Kaffee ist nicht mehr warm, aber kann ich trotzdem dem Frosch einen Kaffee geben? Vielleicht kriegt er dann Superbeine. Kaffee hilft da nicht. Okay. Wie sein können. Alter, Kaffee macht schön.
Wenn diese Tropfen sammeln, ich krieg eine Macke. Wisst ihr, da ist noch ein Tropfen. Noch einer. Der wäre doch von Vorteil, Niggi, wenn du das bei denen lernst. Du lernst es wenigstens richtig. Boah, die säuft schon wieder, obwohl sie jetzt schon nicht. Ach ja, komm, verschwinde, du Peter lustig Verschnitt. Ich weiß noch nicht, wie ich dich fange, aber wenn ich dich fange, dann verprügel ich dich. Wie kann ich diesen blöden Kobold festhalten? Oh, was sollst du denn noch? Vielleicht hätte ich mit meinem Gut, wenn ich hier stehe und da wird einem ganz an. Ach, Alter, du gehst wie so auf die Nüsse. Was ist denn, wie musste ich jetzt eigentlich dieses blöde Fass abgeben? Ich behalte besser den Blausaft. Davon gibt es sehr wenig. Ich behalte besser davon. Okay. Will ich nicht weggehen. Kein Mensch, es ist kein Tier. Nein, es ist ein Panzergrenadier. Naja. Die Maus mit dem Rucksack hat es mir gegeben. Es ist voll mit Schrift, die ich nicht lesen kann. Ob es wohl diesem geheimnisvollen Waldschrat gehört? Der virtuose Maxim Mauserkopf residiert zurzeit in Mauswald und ist höchst selbst bereit, einen, aber nur einen, hochbegabten Schüler die Kunst des Violinespielens zu lehren. Interessenten bitte melden. Schade, dass ich so unmusikalisch bin. Ja, Niggi, dann weißt du, was du zu tun hast. Hör auf zu denken. Dem Typen habe ich auch schon Kaffee gegeben. Der Hake habe ich dem blöden Kobold schon eine über die Fresse gezogen. Bin immer noch auf Tröpfchenjagd. Wieder einer. Was kannst du nicht denken? 100 Punkte, willkommen im Soldatenleben. Memo, wir brauchen neuen Blausaft. Tja, das Fass ist wohl leer, aber der Zapfhahn ist noch zu gebrauchen. Ich habe Zapfhahn. Hihi, wir können saufen gehen. Das ist die Idee schon. Machen wir doch mal. Nein, ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Ach. Ja, gleich eine Idee, ja. Finde ich super.
Ja, komm, mach die Biege. Ich stehe auf einem. Ich kann. Er ist schon wieder entkommen. Ich lasse das viel langsam. Geh mir voll auf die Nerven. Donnerbalken und Fliegenmist. Lass mich in Ruhe. Mein Kleeblatt. Ich will dein Kleeblatt eigentlich gar nicht haben. Hast du eine Ahnung? Was ist, wo du bist? Man sollte ihm vielleicht mitteilen, dass seine Schuhe Abdrücke da lassen. Wo ist er? Die Fußspuren führen auf den Kürbis. Halt mal. Der hat ja einen Schornstein. Ich wusste doch, dass da was war. Ob der auch hohl ist? Nimm die Säge. Du hast mein Haus zerstört. Klitzeklein, ratzfatz, zu Einzelteilen zerschmettert. Was hab ich dir denn getan? Oh, das war gar nicht meine Absicht. Entschuldigung. Nicht deine Absicht? Das war fahrlässiger Vandalismus. Du willst nur an mein Kobold-Kobold. Eigentlich wollte ich nur wegen der gestohlenen Sachen. Oh, das war mein Stichwort. Auf Nimmerwiedersehen, du Schnüffler! Und weg ist er. Langsam wird das frustrierend. Ist der Grünhut wirklich weg? Da bin ich richtig erleichtert. So ganz leer sieht es irgendwie traurig aus. Ich habe zwar nur versucht, den Dieb zu schnappen, aber das wollte ich doch nicht. Das war ein hübsches kleines Häuschen. Kürbis. Kürbishäuschen. Der Löffel und der silberne Klumpen sind bestimmt auch gestohlen. Immerhin, Kommissar Haselnuss. Jetzt hast du Diebesgut bei dir. Guck mal, da dran gedacht? So ganz leer sieht es irgendwie traurig. Ich habe zwar nur, das war ein Kürbis. Oh, Kinder, das könnt ihr jetzt, mehr Werkzeug endlich mal wieder nehmen. Es ist vorbei. Der Grünhut ist weg. Hui, bin ich erleichtert. Papa hatte doch recht. Der hat die ganze Zeit in dem Kürbis mit dem Schornstein gewohnt. Und ich hatte mich schon gewundert. Und du hast unser Werkzeug. Los, jetzt können sie das Boot fertig machen, stimmt. Wir machen uns besser an die Arbeit. Hier ist das Blattboot für Spitzweg. Bereit, das ist ein Blatt-U-Boot. Und wie kriegen wir es zu Herrn Spitzweg? Gib ihm doch mal einen kleinen Schubs. Aber... Keine Sorge. Der Kaltwasserbach trägt das Boot bis zur Bachschleuse, wo Spitzweg schon wartet. Entschuldigung. Ist das so eine Melodie? So, wir haben noch sehr viel zu tun. Wir müssen bald wieder ans Werk. Wir müssen noch ein antikes Schränkchen für unsere Nachbarn renovieren. Ach, das wird ein Spaß. Ich liebe Möbel. Pass aber auf, dass du nicht wieder zu tief schnirgelst. Ja, ja. Es heißt hier ja, ja. Das muss ich bestimmt noch den Wälz wegkriegen, ne? Ja,
großartig. Das Floß ist da. In all den Jahren meiner Reisen bin ich doch immer wieder zur Erkenntnis gekommen, dass man Wohlgesinnte überall auf der Welt finden kann. Man darf nur nicht aufgeben und sollte immer mit offenem Herzen durch die Welt schreiten. Das sollte ich mir notieren. Das klingt nach einem Motto für meine Reise. Jetzt kann ich doch noch rechtzeitig in See stechen. Lichtet die Anker, setzt das Segel an die Ruder. Ei, ei, Ruder? Ruder? Ohne Ruder sollten wir nirgendwo hin. Gewässer sind viel zu unberechenbar, als dass man sich darauf verlassen sollte. Ja, mit offenen Herzen ist das sehr gefährlich, umzulaufen. Hintragen, wo man hin will. Und um sicher zu sein, dass man auch stehen bleiben kann, wenn Bedarf ist, zum Beispiel beim Landgang, bräuchte man auch so etwas wie einen Anker. Aber solange der Wels noch vor der Schleuse schwimmt, ist an Ablegen gar nicht zu denken. Hab ich's nicht gesagt? Es gibt genug Abenteuer. Da sollten wir uns nicht absichtlich Schwierigkeiten einhandeln. Wir können also erst los, wenn wir einen Anker und Paddel haben und der Bach hier an der Schleuse frei von herumdümpelnden Welsen ist, ja? Ja, dann beginnt unsere große Reise. Hoffentlich. Ach Mann, warum muss ich mich denn um sowas kümmern? Affen. Das ist Spitzwegs traditionelles Mauswalder Blattfloß. Er hat gesagt, dass ich mit ihm fahren darf, aber noch können wir wohl nicht ablegen. Also, deswegen, also was. Gute Idee. So. Das ist genau das, was wir brauchen. Ein ausgezeichnetes Paddel. Jetzt fehlt nur noch ein Anker. Aber solange der Wels noch vor der Schleuse schwimmt, ist ein Ab. Aber wenn ich das erledigt habe, geht. Ja, dann beginnen. Hoffentlich. Das ist ja ein idealer Anker. Aber solange der Wels noch vor der Straße. Man muss das nicht immer und 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 immer wieder machen. Ist ja gut, ich bin schon wieder da. Achso, du wolltest mich erst streichen wollen. Wie behalte ich besser? Okay, wie kriege ich jetzt diesen verkackten Wels? Fischfutter ins Wasser werfen. Nee, Baldriantropfen rein. Schlummertrunk, Baldriantropfen. Pennt der Wels ein, super. Ein Fläschchen kostet einen Laubtaler. Aber ich hab nur einen. Naja. Hey, sie nehmen es einfach auf, ne? Boah, ob Baldrian überhaupt bei Fischen funktioniert, das ist, ja. Zum Wiederverkehr abgebogen. Was hast du denn da gerade ins Wasser gekippt? Nichts. Was kleine Mäuse müde macht, kann doch für einen gigantischen Wels nicht schädlich sein. Hervorragend! Erster Mal, Jerry. Bitte öffnen Sie die Schleuse mittels der Schleusenöffnungsvorrichtung, die hinter diesem Turm installiert ist. Hinter dem Turm? Ja, damit er schon mal klettern kann und dann... So aus, als könnte man hier Schleusen öffnen. Entweder das oder ein paar Raketen abfeuern. Probieren wir es doch einfach mal. Ich lasse Ihnen den Vortritt auf der Jungfernfahrt unserer RV Blattgold. Leinen los! Steuerbord! Backbord! Lasst ihn über die Planken gehen! Ich übernehme als Kapitän mal die Steuerung und du bist mein erster Mann.
Hätte ich einen Papagei auf der Schulter, der nach jedem Satz bestätigt, dass ich recht habe, wäre ich jetzt bestimmt der Kapitän. Also? Der. Wasserstraßenbaut, 400 Lokaler. Du meinst wohl Maut. Wie drollig. Ja, ja, klug und drollig und begabt. Meine Mausesitterin Anja sagt das auch immer. Sackgasse. Natürlich, der hat genug Tiefgang. Fürs Flößen. Unter meiner Brücke flößt man gegen Gemühe durch. Wegelagerei? Nein, nein, diese Kinder. Wir haben früher auch solche Sachen ausgeheckt. Da muss man als Erwachsener auch mal ein Auge zudrücken können. Aber vielleicht sollten Sie ausnahmsweise mal die Geduld verlieren. Und dem kleinen Frechdachs mal zeigen, wo der Hammer hängt. Das? Aber der kleine Hummer ist doch eine Maus. Das macht ihr Racker am besten unter euch auch. Ich schau euch einfach zu. Wegelagerei? Wie drollig. Ich werde mir was überlegen müssen. Schon wieder. Darf ich ihm den Arsch versohlen? Ein paar Tropfen sollten reichen. Zur Seite. Wertlos! Wasserstraßen baut! 400 Laubtaler! Außer für mich! Und vielleicht meine Mausesitterin Anja. Sie sagt, ich bin ein begabtes Kind. Okay, jetzt haben wir Kaffee mit Baldrian, aber... Ja, ich darf ihn nicht wehtun? Wertlos! Wasserstraßen baut! 4 außer... Und vielleicht... Sie sagt, ich hasse das Vieh schon jetzt, Nagel in den Popo stehen. Wertlos. Außer für mich. Und vielleicht. Quatsch doch mal mit Anja. Also begabt ist kein. Also, das ist ein Violinspiel. Wo ist Anja?